Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Ja, wir sind hier am Labor jetzt angekommen und da werden wir jetzt natürlich ein bisschen Hefe laden. Und Silviermittel machen wir natürlich auch ordentlich. Aber wir laden hier einfach nur mal die Hefe. So, wie viel wird denn das sein? Ah, fast einen halben Anhänger, ne? Das ist ordentlich. Aber die bringen wir jetzt auch erstmal ins Zentrallager. Die Hefe. So, natürlich sind im Dezember nochmal alles soweit gefriest worden. Also die ganzen Feldstatuen sind gefriest im Dezember. Das heißt, wir können ja erst wieder im Januar, im März, glaube ich, auf die Felder und dann düngen, also richtig düngen. Getränke, Flüssigkeiten und grün müsste Obst und Gemüse sein. Und gelb haben wir dann Lebensmittel. Jawohl. Also hier einmal ins Gelb reinfahren. Passt. Wenn ich jetzt natürlich nicht zu weit fahre. So, jetzt schauen wir mal nach. Wo ist denn unser Milch-LKW hängen geblieben? Ich glaube, ich weiß wo. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier weitermache, irgendwann haben wir hier. Wir haben jetzt bald keine Leitplanken mehr hier auf der Marsch. Weil ich eben alle so weit entferne. So, Freunde der Sonne. Und ich möchte euch natürlich auch mal noch ein dickes, dickes Dankeschön aussprechen für 1400 Folgen. Also ohne euren Support wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Wirklich tausend, tausend Dank dafür. Das ist einfach Wahnsinn. So, aber wir machen hier weiter. Bringen natürlich Stroh zu den Kühen. Dann haben wir noch das Mineralfutter in den Kuhstall bringen. Aber ich bin auch am Überlegen, ob das passt, was wir noch haben im Lager sozusagen. Oder in der Produktion, in der Futterproduktion. Oder ob wir das da ein wenig, ja, wie soll ich sagen, besser machen. Ob ich einfach nochmal den Anhänger füllen werde. Ich glaube, ich werde ihn einfach nochmal füllen. Beziehungsweise ich schaue erstmal, wie viel haben wir denn noch überhaupt da von dem Mineralfutter in der Futterfabrik. So, aber hier geht auch schon mal wieder was raus. Ja, hier müssen wir halt ein bisschen öfters kippen und wieder runterklappen lassen, dass sie hier eben den kompletten Anhänger leer bekommen. Und die Kühe haben dann auf jeden Fall auch genug drin wieder. Und wir sehen hier auch schon wieder deutlich das Stroh liegen. Oh, das ist zumindest mal so viel, dass ich das lassen kann. Ja, das kann man so lassen. Genau. So. Aber wir können mit dem LKW jetzt erstmal wegfahren. Mit dem habe ich dann vielleicht vor, dass wir das automatisieren, Leerpaletten permanent hinbringen lassen zu den Produktionen. So, aber erstmal müssen wir hier uns das Mineralfutter picken. 142.000 Liter ist auf jeden Fall einiges. So, dann sind wir mit dem nächsten LKW angekommen an der Abladestelle. So.
Wir haben hier auch schon wieder fast. Ja, fast 1 Million Liter jetzt verteilt, oder knapp 800.000 Liter haben wir verteilt. Und ich würde sagen, wir holen jetzt einfach nochmal den Anhänger füllen. Aus dem Lager diesmal. Dass wir dort auch wieder eben sind. Genau, und dann schauen wir einfach, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht schaffen wir es ja in dieser Jubiläumsfolge noch in den Januar zu kommen. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen, wenn wir das schaffen würden. Einmal zum Lager fahren. So, einfach mal hier rein und. Jawohl, einmal Gewicht wegkicken. Ist wichtig. Ja, das werden wir jetzt gleich nochmal hin balancieren. Aber erstmal holen wir uns jetzt die Milch. Aus dem Lager. Aber hier sind wir schon, hier haben wir auch knapp 10 Millionen drin. Und das muss ein bisschen weniger werden. Klar, macht es uns eigentlich nicht viel aus. Ja, aber. So. Passt. Was haben wir noch zu machen? Oh, Mineralfutter können wir fahren. Dann machen wir das natürlich auch. Wunderbärchen. Nein, das wollen wir hier nicht abladen, sondern wir wollen das natürlich zu unseren Kühen bringen. Aber da muss ich jetzt natürlich auch gucken, dass das dann eben passt. Und dann ein LKW können wir ja Richtung Kieswerk dann bringen. Wunderbar. Ja, fahren wir hier einfach raus, das passt schon. So, einmal zum Kieswerk. Kieswerk laden, auf Wiedersehen. Und von dort an können wir dann wieder übernehmen. Und ihn dann zum Kollegen fahren mit den Hackschnitzel. So, dann bringen wir auf jeden Fall erstmal hier in die Düngeherstellung ein wenig Gülle. Weil da haben wir jetzt ja wieder ordentlich Platz drin. Natürlich jetzt auch die Frage, ob der Kompost wieder reicht, was wir produzieren. Oder eben wieder nicht. Das ist jetzt wirklich so eine 50-50-Entscheidung, sage ich jetzt einfach mal. Ob es reicht oder nicht. Aber die Milch ist bald voll. Das heißt, die können wir wieder verkaufen. Dann haben wir auch den LKW auch wieder frei. So, und ich denke mal, hier geht alles rein. Sehr schön. Mit dem laden wir dann einfach Diesel. Also direkt einmal hinten anstellen. So, wunderbar. Leerpalette ist geladen. Zack. Ja, es wird gleich eh nochmal wieder aufpoppen, und zwar die Strohpellets. So, wo haben wir jetzt den Diesel? Da haben wir Diesel. Ja, nur das 600.000 Liter. Aber das passt. Das passt. Sind wir unterwegs, laden wir, machen wir, tun wir. In die Milch verkaufen ist jetzt auch schon mal wieder ein Punkt. Also wir können immer regelmäßig Milch verkaufen und das ist ja auch relativ gut so. Vielleicht könnte man das ja auch automatisieren, dass man sagt, okay, komm, mit 25.000 Liter fahren wir immer wieder los. Laden, verkaufen, laden, verkaufen. Wäre vielleicht auch eine Idee, dass wir permanent Milch verkaufen.
Oder eben, wenn es wieder soweit ist, dass wir da laden und dann wieder verkaufen, müssen wir halt schauen. Oder beziehungsweise ich muss schauen, was am besten ist. Aber wir kriegen auf jeden Fall durch die Milch wieder einiges an Kapital. Aber das Kapital ist ja eigentlich auch schon wieder grob verplant für unsere ganzen ja, Produktion eigentlich, ne? Also wir wollen ja die Felder kaufen. Dann haben wir wieder knapp auf 15 Millionen aufgestockt. Über 2 Millionen jetzt bekommen für die Milch. Gefühlt wird es jetzt mehr. Wir speichern mal noch zwischendurch. So. Sehr schön. Also den können wir einmal zum nicht Verkaufsstelle Hafen hochbringen. Verkauf Hafen Diesel. Zack, und der ist angekommen beim Kieswerk. Sehr schön, das heißt, wir können da auch schon mal hinfahren zum Laden. Ja, und können da auch schon mal wieder dafür sorgen, dass wir zumindest schon mal auch wieder ein bisschen weniger oder das Hackschnitzel weiterhin läuft. Also müssen wir den aktivieren. Könnten wir auch mal überlegen, zum Warten zu bringen, ne? Das ist ja. Oder wäre vielleicht auch mal ganz angebracht, dass wir den auch warten. Den Kollegen. So, dann sind wir hier oben einmal noch. Genau. Können wir erstmal wieder ein bisschen schneller laufen lassen, die Zeit. Und ich fahre einfach schon mal runter auf Verdacht, dass es eh gleich reinkommt. Saatgutherstellung, Mineraldünger. Ja, das sind jetzt halt so Kleinigkeiten. Und das sind jetzt auch zwei, wo sich, glaube ich, wieder blockieren. Aber ich möchte halt eben versuchen, schnell jetzt in den Januar zu kommen. Mosterei Leerpaletten. Das ist sehr gut, dass mir das anzeigt. Das finde ich sehr gut. Weil dann kann man dann nämlich auch Leerpaletten nachher hinbringen. So. Weiterfahren. Ja, Mosterei Pflaume, Molkerei Papier. Also so langsam aber sicher kommen da auch wieder Sachen rein, die wir dann im Januar abarbeiten können. So, dann können wir hier stehen bleiben. Strohpellets fast voll. So, und dann können wir hier auch sagen, einmal 78 Paletten auslagern und jetzt müssen wir hier die Zeit runterschrauben. Weil das Abwasser ist schon wieder fast voll. So, dann schauen wir mal, wo sind die anderen beiden blockiert. Die blockieren sich hier. Zack. Wunderbar. Haben wir also die Blockade aufgelöst. Und zwar eigentlich sehr, sehr schnell und effektiv. Will ich mal behaupten. So, und da können wir eigentlich auch mit dem sagen, fahr mal bitte zur Mosterei. Ne, das würde eigentlich passen, wenn wir den jetzt zur Mosterei schicken. Wunderbar, dann sind wir da auch schon mal wieder unterwegs. So, und hier haben wir natürlich das auch soweit geschafft. Mit dem Laden. Und das bringen wir jetzt aber einfach mal nach oben ins Zentrallager. Und die Mosterei hätte gerne viele Sachen. Gut, Leder in Textilfabrik. Können wir sich auch überlegen, den kleinen LKW zu nehmen. Zum Fischer fahren wir ja auch hoch und bringen den Diesel dahin.
So. Ah, jetzt muss ich hier langsamer machen. Ansonsten kippe ich wieder um und das möchte ich nicht. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.